Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuss, heute mit einem Mail Day. Und zwar hat mir der liebe Hendrik Broster mal wieder etwas zugesendet. Er meinte, es ist nur eine Kleinigkeit, die er mir zwischendurch mal senden wollte. Das ist natürlich wieder mal sehr lieb von ihm. Er hat mir schon sehr, sehr oft gute Sachen zugeschickt. Und ich werde ihm, wenn wir das nächste Mal tauschen oder wenn wir das nächste Mal auf jeden Fall auch Karten oder so verschicken, auch ein bisschen mehr schicken, da er mir mittlerweile so viel schon geschickt hat. Hier mal wieder ein kleiner Brief oder ein Maxi-Brief, würde ich mal behaupten. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal direkt rein. Vergesst nicht, seinen YouTube-Kanal abzuchecken. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Lasst gerne dort ein Like und ein Abo da und schaut gerne die Videos an. Der Hendrik macht auch so viel, wie er kann und auch von seinen finanziellen Mitteln kauft er sich das alles eigentlich, was er über hat. Also auch eine richtige Sammelleidenschaft. Also checkt dort gerne den Kanal mal aus, macht auch Fußball-Talks über Holstein Kiel oder über andere Themen, zum Beispiel über die deutsche Nationalmannschaft oder manchmal auch selten über die Formel 1. Also auch immer sehr interessant und aufschlussreich. Dann haben wir hier erstmal hier ein paar Päckchen und insgesamt scheint es so, als auch kein Brief dabei, aber macht ja auch nichts. Wäre natürlich schön gewesen, aber keine Ahnung. Haben wir hier vier Pakete. Ich würde sagen, wir fangen mit dem rechten an und gehen nach links. Eigentlich geht man ja von links nach rechts, aber wir machen das halt mal andersrum. Und das sieht mir oder fühlt sich zumindest nach Stickern an. Ja, es sind Sticker und zwar Sticker von der Euro 2021, also diese neue Tournament Edition da. Und zwar sollten das die Normal-Sticker sein, also die man auch in Deutschland bekommen kann. Als erstes haben wir Salvatore Sirigu, ein Europameister. Und dann haben wir Emerson, Marco Verratti, auch richtig stark gespielt, Federico Chiesa. Dann haben wir Simon Kjær, der Retter von Christian Eriksen sozusagen. Dann Jens Strüger-Larsen, Thomas Delaney, die Dänen ja auch bis ins Halbfinale gekommen und richtig gut dabei gewesen dieses Jahr. Dann Paulsen, Harry Maguire, Phil Foden. Dann haben wir Mason Mount, Harry Kane, auch ein relativ gutes Turnier gespielt. Dann Eric Garcia von Spanien, Jesus Navas von Spanien, Dani Olmo von Spanien, Sergio Busquets von Spanien, dann haben wir Thiago Alcantara, Alvaro Morata und wie mir das aussieht, waren das alles Sticker von den Mannschaften, die im Halbfinale waren, also von Spanien, Italien, England und den Dänen. Und jetzt haben wir hier noch Glitzer-Sticker, glaube ich zumindest, ja, so sieht es aus, vier Stück. Einmal Sign von Equal Game von der ersten Seite, dann das walisische Logo, das nordmazedonische Logo und das slowakische Logo. Ja, Slowakei hatte ja nach dem ersten Sieg gegen die Polen im ersten Spieltag eine richtig gute Chance, haben dann aber noch gegen Schweden und die Spanier leider nicht so gut gespielt. So viel zu den Stickern, auch davon schon vielen Dank und ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den zweiten Haufen rein und das sieht mir hier durch das Papier nach Eurokarten aus, wenn ich mich nicht täusche. Und so ist es auch, cool. Wir haben hier ein paar Powerkarten, würde ich brauchen, alles Powerkarten. Muss doch nicht sein, Hendrik. Das ist doch viel zu viel. Aber okay. Er meinte, ich soll nicht immer sagen, dass es zu viel ist. Er meinte, er macht das mit Liebe und mit Herz. Deswegen soll ich das so nehmen, wie es kommt. Dann haben wir erstmal das Schweiz-Trikot. Fans Favorite Sergio Ramos. Dann Peter Pekarik Fans Favorite. Yevgen Konoplyanka Fans Favorite. Dann haben wir Goalstopper Gynok. Defensive Rob Ake. Skriniar. Dann Keyplayer von Elmas. Power-Trigger von Modric, Kovacic und Brozovic. Dann haben wir die Invincible-Karte. Sogar zweimal. Und noch Limited Editions oder was? Baumgartlinger und Thilo Kehrer aus dem Blister. Ich sehe ja immer seine Videos und er meinte ja schon, dass er die doppelt hat. Und die Invincible hat er dort auch einmal doppelt gehabt. Aber die brauchst du mir doch nicht zuschicken. Und vor allem zweimal. Und die Limited Editions auch nicht. Aber ich weiß nicht. Ich bin schon wieder ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll oder sagen soll. Und haben, gut, wir hätten mit dem anderen Haufen anfangen sollen, weil das nach Nummern sortiert ist alles. Und hier haben wir dann erstmal ein paar Basekarten wieder von Italien, Donnarumma, dann Jorginho, Pellegrini, Chiesa, Trippier, Maguire, dann haben wir Jadon Sancho, Sterling, David De Gea, der ja nur Ersatztorwart bei Spanien war, dann Torres, Gaia, Rodri, Ferran Torres, Ansu Fati, der ja leider verletzt war, dann Morata, Schmeichel, Daniel Wass, Yusuf Paulsen, Robert Sko, Martin Braithwaite, der auch richtig gut ein Turnier gespielt hat, finde ich mal. Dann Dolberg, auch gut gespielt, dann von Deutschland Rüdiger, Emre Can,
Julian Brandt, dann von Belgien Lukaku, Sancho von England, nochmal Fati von Spanien, Pogba von den Franzosen, Mbappé von den Franzosen, nochmal der Donnarumma, den können wir gleich hier vorne hin sortieren, dann De Jong von den Niederländern, Lewandowski von Polen und João Felix von den Portugiesen. Alles super Spieler, alles Spieler, die man auf jeden Fall auch kennen sollte oder zumindest vom Namen her schon mal gehört haben sollte. Dann kommen wir zum letzten Haufen. Mal gucken, was hier drin sind. Auch nochmal Euro oder andere Kartenauslecker hier drin sind. Ne, es sind hier Mixkarten, scheint das zu sein drin. Erstmal haben wir ein paar Formel 1 Karten. Die sammelt er nämlich übrigens auch. Auf jeden Fall auch sehr korrekt von ihm, dass er mir davon schon welche schickt. Wir haben hier erstmal das mittlere Puzzleteil mit Bottas und Verstappen. Dann das untere rechte mit Ocon und Mazepin. Dann haben wir das Ferrari-Duo mit Sainz und Leclerc. Die rechte Seite vom Auto. Dann haben wir F1 Speedstar Pierre Gasly. Dann das Duo von Alfa Romeo mit Räikkönen und Giovinazzi. Dann die Mitte vom Auto. Die Mitte vom Williams. Dann haben wir Dan Ticktem aus der F2. Das Charouz-Team aus der F2. Dann haben wir Live-Action vom großen Preis der Steiermark von Norris. Flashback-Rookie von dem Kimi Räikkönen. Und dann kommen wir schon zu Matchtext-Karten. So haben wir Danguy Nianzou vom FC Bayern München aus der Matchtext-Extra-Serie. Genauso Marc Rocca und Eric Maxim Choupo-Moting. Also die drei Squad-Update-Karten vom FC Bayern München. Und dann noch Powerkarten wieder, also richtig cool, dass er mir das schickt. Und zwar Matthias Zimmermann als Matchwinner, dann Niklas Füllkrug als Matchwinner, Matchwinner Musa Niakate von Mainz, der eine richtig gute Saison gespielt hat. Und noch ein paar Champions League-Karten, und zwar Tommy Abraham, Alfonso Davis, Nelson Semedo und zum guten Abschluss noch Club Hero von Marcus Rashford. Also auch hier wieder in dem Paket 5 verschiedene Serien. Eurocard und Sticker, Formel 1 2021 Turbo Text Karten, Matchtext Extra, Bundesliga und Matchtext Champions League, die ganz normale Serie. So viel zu dem Video, das Highlight ne, absolut schon im ersten Päckchen gewesen, und zwar die beiden Limited Editions und die beiden Invincible Karten, aber auch natürlich das andere, alles fantastisch und auch die ganzen Power Karten sehr, sehr wertvoll und vor allem auch sehr, sehr selten zu bekommen. Daher einen großen Dank an dich, Hendrik. Wie gesagt, check gerne seinen Kanal aus, ist oben in der Infokarte oder hier irgendwo auch vielleicht nochmal verlinkt. Sonst könnt ihr gerne noch liken und abonnieren, sowohl bei mir als auch bei ihm. Hier noch die Playlist auschecken, genau wie hier. Hier könnt ihr nämlich abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.